Ja, der Titel meiner heutigen Predigt ist die Sünde von der Heuchelei. Die Sünde von der Heuchelei, man kann auch sagen Doppelmoral oder Scheinheiligkeit zur Heuchelei, das wird heutzutage als Synonym verwendet. Was ist die Definition von Heuchelei? Heuchelei oder Hypokrisie bedeutet, dass sich verstellen und vortäuschen von nicht vorhandenen Gefühlen oder Eigenschaften. Okay, das bedeutet im Endeffekt, ich trete auf in einer gewissen Weise und hinterrucks verhalte mich ganz anders, okay, im Widerspruch. Wir schauen uns eine biblische Definition an, schlagen wir gemeinsam Psalm Kapitel 28, Psalm 28, 34 auf, Psalm 78, 34, so, Psalm 78. Das ist eine biblische Definition, die sehr oft vorkommt in der Bibel und wir lesen hier, wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und suchten Gott. Und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen mit ihren Zungen, denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn und sie hielten nicht treu an seinem Bund fest. Das heißt, wir lesen hier von den Israeliten, die eigentlich umgekehrt sind, sagt die Bibel, aber sie haben geheuchelt. Okay, das heißt, sie haben mit ihren Lippen geheuchelt und gesagt, ja, wir wollen umkehren, wir wollen Gott dienen und so weiter und so fort. Aber in ihrem Herzen waren sie fern von Gott. Das heißt, Heuchelei kann auch bedeuten, du sagst Dinge mit den Lippen, ja, und die entsprechen überhaupt nicht der Wahrheit. Okay? Oder du lügst die ganze Zeit. Ein Heuchler lügt ständig, muss sogar lügen, weil sonst könnte er gar nicht dieses äußere Bild erscheinen lassen. Allein mit Taten ist es relativ schwierig. Du verstellst dich vielleicht, damit du gut dastehst. Ja? Damit die Leute dich preisen und ehren. Oh, sieht, wie gut ich bin. Aber in deinem Wohnzimmer bist du dann ganz ein anderer Mensch. Okay? Du hast kein aufrichtiges Herz, wenn du ein Heuchler bist. Du hast kein aufrichtiges Herz. Na, die Frage ist aber, was ist das Gegenteil von aufrichtig? Du hast ein betrügerisches Herz. Wenn du ein Heuchler bist, dann hast du ein betrügerisches, böses Herz. Wir lesen eine andere Definition in Matthäus Kapitel 15, Vers 7. Das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Jesus sagt, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Okay, Heuchler haben diese Angewohnheit, ja, dass sie gut zu jemandem reden, dass sie mit den Lippen ehrbare Dinge sagen, aber in ihrem Herzen sieht es ganz anders aus, sagt die Bibel. Ich gebe dir ein Beispiel dazu. Ja. Ich war mal in einer Firma, okay, habe dort gearbeitet, so ein Bürojob, und da war eine Dame, die hat ständig den Kaffee für den Chef machen müssen. Der Chef sagte, okay, machst du wieder den Kaffee? Und die Dame war sehr höflich, okay. Und natürlich, gerne, aber ich habe langsam angefangen zu bezweifeln, dass sie das macht, weil sie wirklich eine gute Mitarbeiterin ist. Ich glaube, sie wollte sich ein bisschen einschmeicheln. Okay? Das sehen wir sehr oft auch in der Arbeitswelt, dass Mitarbeiter sehr höflich sind, sehr gut zu anderen Mitarbeitern sind, aber in Wirklichkeit haben sie einen Groll auf dich. Okay? Sie wollen nicht wirklich dein Bestes. Sie lächeln dir ins Angesicht, aber innerlich verachten sie dich eigentlich. Okay, das sind Menschen mit einem betrügerischen Herz. Sie schmeicheln dir, damit sie von deinem Segen erben. Wir kommen noch auf sehr viele Beispiele, die wir uns heute noch anschauen, dass wir das Ganze auch ein bisschen praktisch umsetzen. Heuchler verlangen von anderen oft etwas, was sie selber nicht tun. Okay? Sie tun es selber nicht. Matthäus Kapitel 23, 4, schlagen wir ganzen Kapitel Matthäus 23, Vers 4 auf. Matthäus 23, Vers 4. Der Herr Jesus schilt hier diese Heuchler und schimpft sie und sagt, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. All ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Das heißt, hier lesen wir schon wieder über diese Heuchler, die von anderen gesehen werden wollen, dass sie eigentlich gut sind, sie wollen bemerkt werden, aber eigentlich tun sie genau nichts von dem, was sie sagen. Das ist auch die Definition von Heuchelei. Ich hoffe, das ist jetzt jedem klar geworden, was Heuchelei bedeutet. Und Heuchelei kann natürlich zu verschiedenen anderen Sünden auch, wir haben es eh schon gesagt, Lügen zum Beispiel. Ein Heuchler muss leider auch sehr oft lügen, weil sonst bringt er seine Heuchelei gar nicht rüber. Okay? Und ich sage dir eins, wir alle haben sicher schon mal geheuchelt, oder?
Also, ich habe schon mal geheuchelt in meinem Leben. Ich bin ganz ehrlich, jeder Mensch, glaube ich, hat schon mal geheuchelt. Und auch, ich meine, als Kinder schon tut man das, ja. Das ist in der Natur des Kindes, okay, dass man einfach sich besser darstellt, als man wirklich ist, oder? Hey, schau her, ich habe mein ganzes Zimmer aufgeräumt. Und dann schaust du hin und denkst da, okay, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem? Aber ich habe alles richtig, alles perfekt. Du wolltest nur gut dastehen und wolltest einfach nur den Segen haben. Aber wirklich hast du dein Zimmer gar nicht ganz aufgeräumt, ja. Sonst würde ich den Staub nicht am Boden sehen. Okay, das ist nur ein kurzes Beispiel jetzt. Das heißt, du hast sicher schon mal so getan, als wärst du so oder so, damit andere nicht schlecht über dich denken. Das ist eigentlich, wir wollen ja nicht, dass Menschen schlecht über uns denken, oder? Also ich kenne keinen Menschen, der sich öffentlich an die Öffentlichkeit traut und sagt, hey, denk bitte schlecht über mich, ich bin der schlechteste Mensch. Das wollen wir eigentlich nicht. Okay? Aber deshalb müssen wir umso mehr aufpassen, dass wir einen guten Wandel haben. Und um nicht zu heucheln. Okay, weil ich kann ja eigentlich zu meinen Freunden oder zu meinen Arbeitskollegen in einem guten Wandeln auftreten und muss daher nicht heucheln. Oder ich bin einfach ehrlich und sage, weißt du was? Ich kann es einfach nicht. Ich habe versagt. Ich habe gesündigt. Das wäre keine Heuchelei, das wäre Ehrlichkeit. Das wäre dir hoch angepriesen, wenn du das tust. Ist nicht angenehm sowas, wenn man Fehler zugibt. Ja, also wenn mein Chef oder mein Vorgesetzter zu mir kommt und sagt, hey, du hast einen Fehler gemacht, dann werde ich nicht sagen, ja, aber deshalb und deshalb und deshalb, ne? Sondern ich werde sagen, okay, stimmt eigentlich, tut mir leid. Ich werde es besser machen. Und das ist doch die bessere Art und Weise, als zu heucheln und irgendwie sich versuchen herauszureden. Nein, der war's, ich war es gar nicht, der war's, okay? Das ist nicht der richtige Weg. Aber jeder von uns hat schon mal geheuchelt. Und auch beim Seelengewinnen treffen wir ab und zu mal auf Heuchler, oder? Also es ist zwar selten, sehr selten aber doch, dass jemand auftritt auf der Straße und nicht zugibt, dass er ein Sünder ist. Also glaube ich, vorletztes Jahr war es das letzte Mal, als mir das passiert ist. Sagt, hast du schon mal gelogen? Nein. Was, du hast noch nie gelogen? Nein, ich habe noch nie gelogen. Sag, wie kann das möglich sein? Also alle haben schon mal gelogen. Das ist eine Lüge. Du lügst gerade noch einmal. Ja? Hör auf damit. Das ist Heuchlerei. Jeder hat schon mal gelogen. Außer Babys natürlich. Babys können nicht lügen. Schon, du hast sicher schon mal jemanden geschmeichelt, oder? Damit du bekommst, was du willst. Das heißt jetzt, als du noch jünger warst oder als du noch älter geworden bist, spielt überhaupt keine Rolle. Das Problem ist, die Heuchelei ist heutzutage sehr weit verbreitet. Ja, es ist gang und gäbe zu heucheln. Schauen wir uns mal die Politik an. Die Politik ist das beste Beispiel für Heuchelei. Ich habe letztens eine Statistik.com, da gibt es ja diese ganzen Statistiken, die gratis sind. Gott sei Dank sind nicht alle gratis, aber die war gratis, kann man sich anschauen. Und was glaubt ihr, was der meiste Bereich im Leben ist, wo geheuchelt wird? Politik an erster Stelle. Politiker sind Heuchler. Wenn du Politiker werden willst, kannst du genauso sagen, hey, ich will ein Heuchler werden. Okay, es ist sehr wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du dann ein Heuchler wirst. Weißt du, die Zeiten sind vorbei, dass Politiker ehrlich sind oder einen Hauch von Ehrlichkeit haben. Das spielt es nicht mehr in unserer heutigen Zeit. Und manchmal denke ich mir, hat es überhaupt jemals gegeben, dass Politiker ehrliche Menschen waren, vielleicht zu gewissen Zeitpunkten, aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, die Herrschenden denken eigentlich nur an sich und an ihren Vorteil. Das ist leider die Realität. Ein berühmter Politiker, Tim Murphy, also das ist ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus in den USA, der ist jetzt natürlich kein Abgeordneter mehr. Warum? Der hat gegen Abtreibung gewettert. Hat so getan, hey, wir sind eigentlich gegen Abtreibung, weil wir schützen eigentlich ungeborenes Leben. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hatte eine Affäre, ein schöner Trip, nicht eine Affäre. Eigentlich ist es Unzucht und Hurerei, hat er getrieben mit einer Frau. Und dann hat er ihr gesagt, hey, wieso, treib's lieber ab, treib's ab, das Kind. Okay? Und dann tritt er öffentlich auf und sagt, hey, Pro-Life matters. Ich bin für den Schutz von kleinen, ungeborenen Babys im Bauch. Treib's ab. Ich bin für gegen Abtreibung. Treib's ab. Das sind Heuchler. Okay, das sind Heuchler. Dieser Tim Murphy hat es auch ganz offen dann zugegeben. Ja, er hat geheuchelt, er ist abgetreten, ist nicht mehr angetreten zur nächsten Wahl. Gott sei Dank. Du kannst mit so einem Bild nicht wirklich dann in der Öffentlichkeit nochmal auftreten, wenn du als Heuchler enttarnt wirst. Also Politik, halt dich lieber fern davon, dass du Politiker wirst. Das kann richtig gefährlich für dich werden. Du kommst in die Sünde der Heuchelei hinein. Also dieser Tim Murphy ist kein gutes Beispiel. Ich sehe ihn zumindest als kein gutes Beispiel. Er ist noch verheiratet, das ist das einzig Gute daran, aber alles andere ist eigentlich schlecht. Ja, ist ein Ehebrecher.
In der Arbeitswelt gibt es genug Heuchelei. Okay? Deinem Vorgesetzten werden sicher auch schöne Augen gemacht. Also ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das muss schon ziemlich gut aufgebaut sein, ein gutes Klima herrschen, dass dem Vorgesetzten keine schönen Augen gemacht werden. Also ich habe noch keins erlebt, muss ich sagen. Leider. Und im Hintergrund wird schlecht gelästert. Da sitzt man so im Pausenraum oder im Aufenthaltsraum in der Pause, isst halt seine Brötchen und lästert einfach über alles, über die ganze Welt. Aber hauptsächlich um den Vorgesetzten. Wie schlecht er ist, wie schlecht er alles macht, wie schlecht er alles organisiert. Hätte er das nicht so machen können? Könnte er das nicht besser machen? Ich hätte es besser gemacht. Ja? Und wenn Sie ihn dann treffen, sagst du, alles gut, ja, mache ich gerne, ganz, alles perfekt. Okay? Und in der Pause heucheln Sie die ganze Zeit darüber. Und ich denke mal, das ist krank. Also es fällt mir immer so schwer, dort dabei zu sitzen und manchmal gehe ich dann einfach raus. Ich meine, das haltest du ja nicht aus. Du sitzt dort bei Heuchlern zusammen und wenn du, kaum bist du draußen, heucheln sie über dich. Das sind nicht deine Freunde. Okay? Natürlich, du musst mit denen irgendwie auskommen, aber die heucheln auch genauso über dich. Die heucheln über alles, was es gibt. Okay? Das ist der Trend heutzutage. Das sind doppelzüngige Heuchler. Weißt du, wie ich solche Menschen nenne? Solche Menschen sind Menschen ohne Anstand. Solche Menschen haben ein betrügerisches Herz. Wenn du hinterrucks, du kannst eine Gehaltserhöhung bekommen und hinterrucks lästest du deinen Chef. Was für ein Idiot. Du hast gerade 300 Euro mehr bekommen im Monat. Und dann heuchelst du im Hintergrund gegen deinen Chef. Wieso dankst du ihm nicht? Okay, du dankst ihm, ja, wenn du ihn siehst. Aber hinterrucks sagst du, hätte mir ruhig 500 geben können. Das gehört sich nicht. Das soll nicht unter uns so sein. Bei Familie und Freunden, wenn du auf Besuch bist, und diese Personen teilen dir dann mit, hey, wir werden unser Kind katholisch firmen lassen. Und du sagst dann dort, wenn du Christ bist, oh, okay, schön, ganz gut, ja, okay. Und dann sitzt du im Auto am Heimweg und sagst, diese verdammten Götzendiener, diese Marienanbeter und so weiter. Und, aber Moment einmal, du hast ihnen doch gerade gratuliert. Wieso, wie du redest, ist das schlecht im Auto gegen sie? Du hast ihnen gerade gut zugesprochen im Auto, du sagst genau das Gegenteil. Macht das überhaupt Sinn? Wieso bist du nicht einfach ehrlich? Schau, da musst du jetzt nicht als Götzendiener sozusagen benennen, wenn du in ihrem Haus bist. Du kannst ihn auch höflich mit deinem Du, wir glauben eigentlich nicht daran. Wir sind nicht davon überzeugt, dass das ist, was die Bibel sagt. Aber zu sagen, es ist alles in Ordnung und hinterrucks dann zu heucheln, das ist nicht in Ordnung. Das ist kein gutes Beispiel für deine Kinder. Du solltest so weit wie möglich immer ehrlich sein. Immer ehrlich sein eigentlich. Und du musst dich auch nicht äußern. Es gibt auch Momente, wo du schweigen kannst. Du kannst einfach deinen Mund zumachen. Du musst nicht immer alles sagen. Du musst immer jede Meinung von dir geben. Du kannst auch sagen, weißt du was, es ist weise zu schweigen. Ich muss nicht immer alles sagen, was ich denke. Okay? Warne sie lieber. Warne sie. Gratuliere ihnen nicht. Sage ihnen, hey, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist ein Problem. Das ist nicht biblisch, diese Firmung. Die Götzen, das sind Götzenanbeter dort. Warum? Na, schau, was die Bibel sagt. Maria ist nicht Gott. Sie hat auch Sünde. Alle Menschen haben gesündigt. Okay, du kannst ihnen das aus der Bibel zeigen. Wenn sie dich dann rausschmeißen, kannst du dich glücklich preisen, du hast die Wahrheit verbreitet, du wolltest ihnen eigentlich helfen und davor würdest du rausgeschmissen. Was ich aber nicht glaube, wenn du das wirklich höflich sagst, ist nicht mit der Flasche gegen sie schmeißen, sagen, hey, hör auf, Maria anzubeten. Das ist Götz. Hör auf zu firmen. Dieses Öl ist nicht der Heilige Geist, den der Papst auf deinen Kopf schmiert. Ja? Ich habe es leider auch bekommen. Ja, das ist nichts passiert. Okay, also das tut nichts. Das ist nur Öl. Das streichen sie dir auf den Kopf und fertig. Und dann hast du den Heiligen Geist, oder wie? Wieso sind dann die meisten, die das bekommen, auf einmal in der Welt, in der Disco und machen alles böse und nicht das, was Gott will? Und werden auch nicht gestraft von Gott. Ja? Ja, weil sie den Heiligen Geist nicht bekommen haben. Weil wenn sie den Heiligen Geist bekommen hätten dadurch, dann wären sie eigentlich Kinder Gottes, dann müsste sie Gott eigentlich züchtigen, wenn sie mutwillig sündigen. Tut er nicht. Außerdem, der Heilige Geist ist nicht ein wortwörtliches Öl. Du kannst jetzt nicht Öl kaufen und sagen, wie der Priester nicht sagt, jetzt hast du den Heiligen Geist. Das könntest du ja jedem Menschen den Heiligen Geist geben. Geh doch einfach durch die Straße, kauf dir so einen Kanister Öl und geh dann durch und alles einfach mit Öl bespritzen, dann sind alle auf einmal gerettet. Echt? Schön wär's. Aber das ist nicht die Realität. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Warne sie. Vor deinen Kindern kannst du auch heucheln, weißt du? Und ich habe ja ab und zu mal dabei erwischt. Und man will es natürlich besser machen, man will sich verbessern. Also du liest selber die Bibel. Ja? Beispielsweise, gib mir ein Beispiel. Du liest selber die Bibel nicht. Und dann willst du deinen Kindern erzählen, sie sollen die Bibel lesen. Das macht keinen Sinn. Das wird nicht funktionieren. Die Kinder werden sich auch fragen, ja, aber du liest sie doch auch nicht. Ja, aber du musst sie lesen. Ja, aber du musst sie doch auch nicht. Ja, aber du musst...
Das geht nicht. Du kannst dein Kind damit nicht wirklich überzeugen, dass sie dann die Bibel lesen, wenn du selber nicht dich anstrengst und das Richtige tust. Oder anderes Beispiel, du lügst ständig. Du hast eine schlechte Zunge, du lügst die ganze Zeit vor deinen Kindern und sagst ihnen, sie sollen nicht lügen. Naja, dann werden sie sagen, du lügst auch die ganze Zeit, Papa. Sagen, ja und, aber das funktioniert nicht. Also das ist nicht konsistent, es ist keine Vorbildwirkung vorhanden und deswegen ist es viel schlechter umsetzbar, gar nicht umsetzbar. Sie werden genauso sein wie du. Heuchelei begeht man hauptsächlich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, um geehrt zu werden, um gesehen zu werden, um Ehre zu bekommen oder um Vorteile zu bekommen. Wir gehen jetzt auf den Bibeltext ein, den wir gelesen haben, zu Beginn, Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 1. Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Was ist hier passiert? Weißt du, es ist nicht unbedingt sündhaft, sein Grundstück zu verkaufen und ein wenig von dem Erlös auf die Seite zu schaffen. Das ist prinzipiell nicht verboten. Also da kann man ihnen nichts anlasten. Das Problem ist aber im nächsten Vers, beziehungsweise im zweiten Teil von Vers 2. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Was haben wir da für einen Tatbestand? Diese zwei haben ihr Grundstück verkauft, haben einen Teil für sich übrig gelassen und sind mit dem übrigen Teil zu den Aposteln gegangen und gesagt, hey, das ist das ganze Geld, das ich bekommen habe fürs Grundstück. Und die Apostel haben sich gefreut wahrscheinlich. Nee, Dankeschön, super, danke, gut. Und alle haben gedacht, wow, diese Ananias und diese Sapphira, das sind unglaubliche Christen. Die sind so gehorsam, die sind super, die sind ein Vorbild für uns. Okay. Aber in Wirklichkeit haben sie einen Teil auf die Seite gelegt. Sie hätten eigentlich sagen müssen, okay, wir haben einen Teil gespendet an die Gemeinde. Den anderen Teil haben wir für uns behalten. Das wäre ganz in Ordnung gewesen, aber so zu tun, als hätten sie den ganzen Teil an die Gemeinde gespendet, das macht die Heuchelei aus, oder? Alle glauben jetzt, dass diese zwei große Vorbilder sind in der Kirche. Was ist passiert? Vers 3, die Konsequenz. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist betrogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Was wir hier sehen in dieser Bibelstelle ist folgende. Der Satan hat sein Herz erfüllt. Das heißt jetzt nicht, dass Ananias von einem Dämon besessen worden ist. Okay, sondern das heißt, dass der Ananias scheinbar diese Gedanken bekommen hat in seinem Herzen, hey, eigentlich könnte ich auch gut dabei aussteigen, wenn ich meinen Teil auf die Seite lege, dann habe ich noch ein paar Reserven und den Rest gebe ich der Gemeinde, ich werde geehrt und ich habe noch Geld. Beides zugleich. Das sind diese bösen Gedanken, durch die dann sein Herz erfüllt worden sind, durch den Teufel. Und er hat den Heiligen Geist belogen. Hier sehen wir sofort die Connection, diese Verbindung zwischen Heuchelei und Lüge. Okay, es ist eine sehr tiefe Verbindung, wie wir dann später auch sehen werden. Wenn du heuchelst, dann musst du auch lügen. Und was dann passiert ist, er hat nicht nur den Heiligen Geist belogen, sondern steht im Vers 4, am Ende des Verses, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. So nebenbei gesagt, das ist ein Beweis, dass der Heilige Geist auch Gott ist. Okay? Wir glauben an die Trinität. Zuerst sagt er den Heiligen Geist belogen, dann sagt er, er hat Gott belogen. Okay? Das heißt, der Heilige Geist ist auch eine Person der Trinität. Der Heilige Geist ist auch Gott, genauso wie der Sohn und der Vater. Und vielleicht hat Ananias sich gedacht, okay, weil vorher in Kapitel 4 lesen wir nämlich, in Vers 36, schlagen wir, oder geht es einfach rauf, Apostelgeschichte 4, Vers 36. Wahrscheinlich hat er etwas im Sinn der Ananias. Und zwar hat er wahrscheinlich gesehen, Kapitel 4, Vers 36, das ist kurz auf. In Vers 36, Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Lustigerweise steht das genau vor der Geschichte mit Ananias und Sapphira. Wahrscheinlich hat sich Ananias und Sapphira gedacht, hey, weißt du was, wir wollen auch diese Ehre bekommen, die dieser Joses bekommen hat.
Ja? Aber sie haben es halt nur halb gemacht. Sie haben eine halbe Sache draus gemacht und haben geheuchelt, haben den Heiligen Geist belogen, haben Gott belogen. Und jetzt sehen wir gleich, was Gott dann gemacht hat. In Vers 5 sagt er dann, als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Die Konsequenz, die dann Gott gebracht hat auf diesen Ananias, war die Todesstrafe. Er ist einfach gestorben. Er ist einfach so umgefallen, verschied. Verschied bedeutet, er ist gestorben. Okay? Heißt nicht, dass er sich verabschiedet hat und dann gegangen ist, sondern verschied bedeutet in diesem Kontext hier gestorben. Er ist tot umgefallen. Die ganze Gemeinde hat sich gefürchtet. Du solltest lieber aufpassen, dass du nicht so endest wie Ananias, wenn du ein Heuchler bist und den Heiligen Geist und Gott belügst. Könnte sein, dass Gott daneben nimmt. Ich wünsche es dir nicht. Lerne einfach aus dieser Geschichte, damit du weise wirst und nicht denselben Fehler machst. Die Bibel sagt in Jeremia Kapitel 17, Vers 9, schlagen wir jetzt nicht auf, ich lese es einfach vor. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Das heißt, die anderen mögen vielleicht nicht sehen, was in deinem Herzen ist. Sie sehen es nicht direkt, weil nur du es weißt. Aber weißt du, wer es noch weiß? Gott weiß es auch. Und Gott kann es erforschen. Und Gott erforscht es auch, er prüft es. Er prüft Herzen und Nieren und weiß alles, was du tust. Gott weiß alles, was du tust und kann jederzeit eingreifen, so wie er bei Ananias und Saphira eingegriffen hat. Hey, wenn du meinst, du musst die ganze Zeit heucheln und deine Freunde belügen und etwas vorspielen oder deine Brüder in Christus belügen oder deine Eltern belügen oder deine Kinder vielleicht belügen, dann weiß das Gott sehr wohl. Und damit ist nicht zum Scherzen. Das ist kein Scherz. Ich meine, der ist einfach gestorben. Kannst du dir das vorstellen? Der kommt in die Kirche hinein, die Leute freuen sich, sagen, ja, Ananias, und da stirbt er auf einmal. Ich habe das noch nie gesehen eigentlich in der heutigen Zeit. Das ist schrecklich. Leg dich nicht mit Gott an. Das muss jetzt nicht einfach so passieren wie damals. Es kann sein, dass du gerade im Auto fährst und auf einmal explodiert dein Auto. Ich meine, das kann auch passieren, jetzt nicht durch einen Terroranschlag oder so, bitte versteht mich nicht falsch. Ja. Aber dass Gott dafür gesorgt hat, oder dass du vielleicht gegen den Baum fährst, du bist auf einmal tot. Das kann passieren. Und weißt du, wir sollten uns nicht mit Gott anlegen und damit spielen. Und weißt du was, es geht mir so auf die Nerven, diese lauwarmen, komischen Christen, die meinen, Gott bestraft dich mit dem Tod. Was sehen wir hier? Das ist im Neuen Testament, wo Gott mit dem Tod bestraft, ja, ohne dass jetzt natürlich die Kirche, wir sollten jetzt nicht Menschen mit dem Tod bestrafen natürlich, weil wir wissen das, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass jetzt Menschen mit dem Tod bestrafen oder so, ja, sondern die Bibel sagt, dass Gott bestraft mit dem Tod. Und natürlich, wenn eine Regierung gerecht ist, würde sie das dann auch machen, aber es ist ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, hey, wenn du das Bild von Gott hast, dass Gott nicht mit dem Tod bestraft, auch im Neuen Testament, dann hast du einen falschen Gott. Liest du diese Stelle nicht? Wenn du diese Stelle gehört hast und ablehnst, du glaubst diese Stelle nicht, nicht, dass das Gottes Wort ist, dann hast du wahrscheinlich nicht den Heiligen Geist. Weil eigentlich, wenn du Kind Gottes wärst, würdest du Ja und Amen sagen zu dem, was hier steht. Sagen, ja, Gott hat den Ananias mit dem Tod bestraft. Ja, aber das war nur damals im Alten Testament. Nein, das war im Neuen Testament. Lies es noch einmal, das ist die Apostelgeschichte, in meiner Bibel zumindest. Weißt du, was in der Bibel du geschrieben hast? Vielleicht hast du eine neue Bibel geschrieben, ja? Aber in dieser Bibel, in der Schlachter 2000, steht, das war eine Apostelgeschichte und das ist Neues Testament, soweit ich es weiß. Ja, vielleicht hast du mehr Wissen. Ich wünsche es dir natürlich. Aber es ist weniger Wissen, das ist Dummheit, wenn du das behauptest, dass es nicht im Neuen Testament steht. Weißt du, wenn du nicht an diesen Gott glauben willst, der diese Dinge tut, dann glaub an einen anderen Gott von mir aus. Aber behaupte nicht, dass du Christ bist. Dann bist du kein Christ. Dann bist du vielleicht Muslim, dann bist du vielleicht katholisch, dann bist du vielleicht, wie heißen die? Pfingstlich, oder ich weiß nicht. Pfingstkirche, genau, Pfingstkirche. Pfingstcharismatisch, so heißt es. Pfingstcharismatisch, wenn du nur an die Liebe glaubst, aber Gott ist schon die Liebe, ich sage nicht, dass Gott nicht Liebe ist, aber Gott ist auch ein strafender Gott. Gott ist ein Gott auch des Zornes. Und er zürnt mit dem Sünder jeden Tag. Okay? Auch wenn seine Gnade überreich ist. Ja, seine Gnade ist überreich. Ja, er vergibt Sünden, aber er zürnt auch mit dem Sünder. Und das ist die Wahrheit. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Das ist nicht das Alte Testament. Das ist das Neue Testament. Okay? Lies die Bibel. Neues Testament. Gott zürnt mit dem Sünder. Außerdem dieses komische Argument mit, im Alten Testament war Gott ein zorniger Gott. Im Neuen Testament ist er ein liebender Gott. Das findest du nirgendwo in der Bibel. Das ist keine biblische Aussage. Im Alten Testament war er genauso geduldig wie im Neuen Testament. Oder? Ich meine, wir lesen die ganzen Geschichten, wie Gott Israel herausgeführt hat aus Ägypten. Das hat schon mal 400 Jahre gebraucht. Weißt du wieso? Weil die Sünde noch nicht vollkommen war, der Kananiter. Gott hat gewartet, gewartet, gewartet. Vielleicht kehren sie um, aber dann war es zu spät. Was ist mit der Geschichte von Jonas? Okay? Ich meine, Gott war immer schon gnädig, hat immer gewartet, hat immer schon Zeitpunkte gesetzt. Pass auf, wenn du jetzt nicht umkehrst, in so und so vielen Tagen oder in so und so vielen Jahren, dann ist es zu spät. Und hat immer gewartet, ist immer ein geduldiger Gott. Aber auch immer ein strafender Gott. Das musst du auch im Hinterkopf behalten. Gott lässt sich nicht spotten. Weißt du, die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und die Bibel sagt auch, das Gericht fängt im Haus Gottes an. Na, was ist denn das Haus Gottes? Das ist das Neue Testament, das sind die Gemeinden, nicht? Die Kinder Gottes. Wir sind das Haus Gottes, sagt die Bibel, und er züchtigt jeden, den er lieb hat. Das ist auch ein Bibelvers, Hebräer. Zu dir aus dem Alten Testament, von Salomo. Zig Verse sprechen von einem strafenden Gott, vor allem wenn es seine Kinder sind, die mit Absicht und Vorsatz sündigen. Es ist ein Unterschied, ob du weißt, was Sünde ist, damit dich Gott wahrscheinlich ein bisschen gnädiger behandelt, wenn du es noch nicht weißt. Aber wenn du weißt, was Sünde ist und du tust es trotzdem mit Absicht und Vorsatz, dann kannst du damit rechnen, dass Gott dich strafen wird. Und dann geht es weiter in Vers 7. Das heißt, die Heuchelei zahlt sich überhaupt nicht aus. Er hätte auch einfach sagen können, hey, ich habe diesen Teil für mich, sondern für uns, und den anderen Teil haben wir der Gemeinde gegeben. Alles wäre in Ordnung gewesen. Es war diese Lüge und diese Heuchelei, die dann Gott nicht gefallen hat. Und es zahlt sich nie aus. Heucheln zahlt sich nicht aus. Auch wenn es manchmal schwer ist, nicht zu heucheln, das gebe ich zu. Es gibt manchmal Situationen, wo du denkst, es wäre so viel leichter, wenn ich vielleicht gelogen hätte. Aber weißt du was? Glaub mir, es ist besser, wenn du es nicht tust. Besser ist, du schweigst einfach. Sag nichts. Das ist auch schwer manchmal, aber das musst du einfach lernen. Du kannst auch nichts sagen. Und dann geht es weiter in Vers 7. Jetzt kommen wir zu seiner Frau. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Das heißt, du musst dir das so vorstellen, der Ananias ist gerade gestorben, und nach 3 Stunden kommt seine Frau hinein. Und die wusste gar nichts von dem, dass er gestorben ist und dass es offenkundig geworden ist, dass er eigentlich gelogen hat, dass sie beide gelogen haben. Und sie kommt hinein, hat sich gerade fertig gemacht für die Kirche, kommt hinein und dann kommt der Petrus auf sie zu und sagt in Vers 8, da richtet der Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Sehen wir hier irgendeine Art von Umkehr oder Reue oder Buße oder heuchelt sie genauso wie ihr Mann? Sie heuchelt genauso wie ihr Mann. Ja, wir haben sie um so viel verkauft und alles ist gut, wir haben alles gegeben, ja, wir haben nichts verborgen, wir haben alles süß. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Hey, es ist nicht so, dass nur weil jetzt ihr Mann diese Sünde begangen hat und gestorben ist daher, dass sie jetzt nicht auch die Chance bekommt, dass sie umkehrt und Buße tut. Ihr Mann hat es scheinbar nicht gemacht, Gott hat ihn bestraft. Aber sie hat genauso die Gelegenheit, das Richtige zu tun. Und das immer, man muss es wirklich trennen, nur weil ich jetzt eine Fehlentscheidung treffe, heißt das nicht, dass meine Frau genauso dieselbe Fehlentscheidung trifft. Okay? Es wäre sogar besser, dass sie die richtige Entscheidung trifft, auch wenn ich mal versage. Und das musst du einfach merken, wir alle sind manchmal ja, nicht perfekt und sündigen und dies und das und was weiß ich was. Und wenn du eine schlechte Ehe hast und dein Mann ist nicht dem Herrn gehorsam, tut nicht, was der Herr sagt, verbietet dir sogar, in die Kirche zu gehen, dann sollst du trotzdem gehen. Du sollst trotzdem den Herrn mehr gehorchen als Menschen und Gott wird es trotzdem segnen. Weißt du, wenn dein Mann dir sagt, hey, weißt du was,
wir werden einfach Steuern hinterziehen und niemand merkt es, dann solltest du als Frau aufstehen und sagen, ich mache da nicht mit. Ich bin da nicht dabei. Ich tue das, was Gott sagt. Ich gebe meine Abgabe. Ich habe den Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und Gott gehört Gehorsam. Und schau, wenn du als Frau dich deinem Mann mehr unterordnest als dem Herrn, dann hast du ein großes Problem und es kann sogar passieren, dass du stirbst. Sie ist nämlich auch gestorben. Sie ist einfach umgefallen und ist gestorben. Hey, Unterordnung ist wichtig und gut. Die Frau soll den Mann unterordnen, aber das hat auch seine Grenzen. Und die Grenze ist genau da, wo der Mann dann dir sagt, dass du Gott ungehorsam sein sollst. Das ist die Grenze. Und das Kinder genauso. Hey, wenn ich meinen Kindern sage, weißt du was, gehen wir Diebstahl begehen. Gehen wir zur Bank und rauben die Bank aus. Und meine Kinder sind erwachsen, sagen wir beispielsweise, und sagen, okay, Papa hat es gesagt, wir sollen uns unterordnen. Dann haben sie genauso dieselbe Sünde wie ich. Gott wird das nicht segnen. Meine Kinder müssen sofort aufstehen und sagen, Papa, das ist eine Sünde, was du tust. Was ist mit dir passiert? Sag, stimmt, ja, stimmt eigentlich. Ich soll es eigentlich nicht machen. Danke, Kids. Okay, sollte nicht zum Wort kommen eigentlich. Aber ich hoffe, sie werden sich so verhalten. Schau, nur weil ein anderer sündigt, heißt das nicht, dass du denselben Dreck machen musst. Okay? Vor allem, wenn du auch in Unterordnung bist. Hey, wenn mein Arbeitgeber zu mir kommt und sagt, du musst jetzt statt einer 100 einfach eine 0 weglassen in dieser Rechnung da. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde ihm sagen, oh, verstehe. Und weißt du, was ich machen werde? Ich werde es nicht tun. Ich werde es einfach genauso lassen, wie es steht. Und wenn ich dafür gekündigt werde, preis den Herrn, der hat eine bessere Arbeit für mich, wahrscheinlich. Okay? Aber ich werde nicht, nur weil ich jetzt in Unterordnung stehe, gegen den Herrn sündigen. Das tun wir nicht. Und das ist eine Warnung. Schau, tu nicht das, was Ananias und Sapphira getan haben. Es zahlt sich nicht aus. Und was heißt das praktisch für uns jetzt? Was heißt das praktisch für uns? Schau her, gib nicht 400 Euro in die Kirchenspende hinein und sag allen anderen, dass das 50% deines Einkommens waren. Und es war eigentlich nur 20%. Das heißt es praktisch. Du sollst nicht so tun, als würdest du übermäßig viel der Kirche geben und eigentlich waren es aber nur viel weniger. Okay? Besser ist, du gibst gar nichts. Ja? Es ist so und so freiwillig. Du bist nicht gezwungen zu geben. Es ist natürlich gut und segensreich zu geben. Wir wissen, der Zehnte, wenn du den Zehnten gibst, wird der Herr für dich sorgen, dass du keinen Mangel hast. Das ist biblisch, das ist im Alten und Neuen Testament. Aber es ist besser, nichts zu geben, als zu heucheln und zu tun, als wärst du der gnädigste Mensch auf der Welt, gib der Gemeinde mein ganzes Einkommen, eigentlich hast du nur 10% gegeben. Okay? Dann passiert genau das, was du hier hörst, dann kommt der Rettungswagen und holt dich deine Leiche ab und schickt dich dann zum Grab, nicht? Weil Gott dich dann wahrscheinlich bestrafen wird, wenn man es gehört hat. Ja. Tu nicht so, als wärst du der beste Vater in deinem Haus. Okay? Und wenn dann jemand sieht, was du wirklich zu Hause bist, ja, dann sieht man, da ist Chaos und Verwüstung. Schau, du wirst nicht wirklich belohnt dafür, wenn du heuchelst. Sagst, hey, ich kann alles richtig, ich bin der beste Vater, den es gibt. Und dann, wenn man die Kinder sieht, nicht, wenn man zu dir nach Hause kommt und sich das einmal anschaut und sagt, was in aller Welt ist da los? Das ist Chaos, das ist Verwüstung. Ja, wüst und leer. Tu nicht so, als wärst du der beste Seelengewinner und gehst nicht einmal einmal in 2 Monaten Seelen gewinnen. Und ich sehe natürlich ein, es gibt Zeiten, wo man weniger Seelen gewinnen gehen muss. Ja, bin ganz ehrlich, die letzten 2 Wochen waren ziemlich anstrengend, natürlich durch die Geburt. Ich musste 24 Stunden zu Hause sein, meine Frau schauen, auf die Kinder schauen und so weiter und so fort. Da ist mir kaum gelungen, dass ich rauskomme überhaupt. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich das dann nicht nachholen kann in den nächsten Wochen, dass ich dann öfter gehen kann. Ja. Aber wenn du gar nicht gehst und so tust, als wärst du ein Seelengewinner, wem hilft das etwas? Du belügst deine Brüder in Christus, nur damit du Ehre bekommst? Und sagst dann vielleicht noch dazu, ja, ich habe 5 Leute errettet und du hast gar niemanden errettet. Diese Heuchelei bleibt nicht ungestraft. Sag nicht den Leuten, dass du die Bibel schon 15 Mal gelesen hast, aber du hast sie nur 5 Mal gelesen. Nur damit du als gut erscheinst. Okay, auch wenn du die Dinge schneller merken kannst, ist es trotzdem eine Lüge. Auch wenn es so ausschaut, als hättest du sie schon 15 Mal gelesen, du kannst sehr viele Verse zitieren, weißt, wo die ganzen Stellen schon sind, du hast sie aber nur 5 Mal gelesen, ist doch eigentlich gut für dich, dass du die Dinge merkst. Aber das heißt nicht, dass du jetzt prahlen musst damit und aufgebläht sein musst damit, sagt, hey, ich habe die Bibel 15 Mal gelesen, ich bin der Champ. Okay? Das ist Heuchelei. Die zweite Art von Heuchelei ist auch sehr oft eigentlich, die uns begegnet. Man heuchelt aus Furcht vor Konsequenzen. Man heuchelt aus Furcht
vor Konsequenzen. Wir lesen davon im Galaterbrief Kapitel 2. Schlagen wir gemeinsam Galaterbrief Kapitel 2 auf. Galater Kapitel 2, Vers 11. Galater Kapitel 2, Vers 11. Die Bibel sagt, als Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Und ich finde das ziemlich interessant. Wenn man zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 10 und 11 liest, dann merkt man, dass der Petrus auch mit Heiden isst, nicht, dass der Cornelius zum Glauben gekommen ist. Hier isst er wieder mit Heiden. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, dass der Petrus ständig mit Heiden isst. Vielleicht schmeckt ihm das so gut, das heidnische Essen. Aber es ist am Rande erwähnt, ist mir nur so gerade aufgefallen. Der Punkt ist, was ist hier in dieser Geschichte passiert? Der Petrus kommt nach Antiochia, okay, und der Paulus muss ihn zurechtweisen. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, der Petrus, eigentlich eine Riesenfigur im Neuen Testament. Der Paulus genauso. Okay, und die zwei kommen in eine Konfrontation. Okay, der Kampf der Giganten sozusagen. Und was ist genau passiert? Der Petrus hat mit den Heiden gegessen. Und dann kommen Juden zu ihm. Und was er dann getan hat, ist folgendes. Er hat gesagt, er ist sofort aufgestanden und sagt, okay, das ist eigentlich nicht erlaubt, mit Heiden zu essen. Weil wir sind eigentlich Juden und das sind Heiden. Ja. Und hat so getan, als wäre es verboten für einen Juden, der an Christus glaubt, mit Heiden zu essen, die auch an Jesus Christus glauben. Und er heuchelt hervor, dass es nicht in Ordnung ist, mit Heidenchristen zu essen, als Jude. Weil er Angst hat, man steht hier, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück, sondern sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Er hatte Angst, dass er irgendwie einen Nachteil erleben musste von den Juden, die beschnitten sind und die gläubig sind, und hat dann so getan, als wäre es auch nicht in Ordnung, sagen, okay, es ist nicht in Ordnung, und hat dann hervorgeheuchelt. Und der Paulus weiß dann und sagt, Moment einmal, hey, du isst mit den Heiden, was ja nicht erlaubt ist, angeblich, und danach sonderst du dich ab und sagst ihnen, sie sollen jüdisch leben, und du selber lebst aber heidnisch, weil du mit den Heiden isst? Das ist Heuchelei. Okay, das heißt, das Problem ist hier, dass er nicht nur heuchelt, sondern dass noch eine zweite Konsequenz entsteht. Es steht nämlich, dass Menschen mitgerissen werden von der Heuchelei. Das ist eine große Konsequenz von Heuchelei. Wenn du in einer Leitungsposition bist und Petrus war Ältester, er war Pastor, und er ist in einer Leitungsposition und heuchelt, was passiert? Deine Nachfolger werden zum Teil auch mitheucheln. Sie werden dir folgen. Weißt du, das ist ein Problem, das sehen wir auch überall, das sehen wir auch in der Arbeitswelt oder bei der Familie und so weiter. Wenn jemand anfängt zum Heucheln, dann ist man vielleicht versucht, etwas mit einzusteigen in die Heuchelei und versucht dann einmal mitzuheucheln. Okay, wenn man eh schon dabei ist, was soll man dann sagen? Man heuchelt dann einfach mit. Okay, das ist ein großes Problem von Heuchelei, dass Menschen mitgerissen werden. Und zwar vor allem, wenn du in Führungsposition bist, hast du einen riesen Einfluss auf deine Nachfolger. Die werden dann auch mitheucheln. Hoffentlich nicht. Die müssen eigentlich aufstehen und sagen, hey, Moment einmal, ich werde da nicht mitheucheln. Okay, ich mache da nicht mit. Sogar Barnabas sagt, ist von ihrer Heuchelei mitgerissen worden. Okay, nicht mal er hat gesagt, hey Petrus, hallo, hallo, die sind auch Christen, die sind auch gerettet, was tust du hier? Ja. Es ist ziemlich gefährlich, wenn du heuchelst, dann kannst du viele mitreißen. Vor allem, wenn du ein Vater bist, wenn du Verantwortungsposition hast und du heuchelst vor deinen Kindern. Sie werden diese Eigenschaft übernehmen. Weißt du, ich war vor, glaube ich, 20 Jahren, 19 Jahren, weiß nicht mehr genau wann, war ich mit so Christen unterwegs, die waren noch nicht ganz gerettet, ich war selber nicht gerettet, ja. Und da war so ein Typ, der hat immer geheuchelt. Der hat immer so getan, als wäre der freundlichste Mensch. Und ich war fast jeden zweiten Tag mit dem unterwegs. Wir haben geglaubt, wir retten Menschen, indem wir ihnen sagen, Jesus ist nicht Gott und Trinität ist falsch und so weiter. Schande über mein Haupt, dass ich das gemacht habe. Aber trotzdem, das war nicht das, was ich jetzt sagen wollte, sondern der hat die ganze Zeit geheuchelt. Und weißt du, was ich dann gemacht habe oder angefangen habe zu tun? Ich bin dann auch so geworden. Ich bin dann genau so geworden. Und weißt du,
Das schwappt über. Wenn du Zeit mit Menschen verbringst, die Heuchler sind, dann übernimmst du das. Es kann sein, dass du das übernimmst. Dann musst du wirklich aufpassen, dich von diesen Menschen vielleicht zu separieren, damit du ihre schlechten Eigenschaften kopierst. Vor allem, wenn du viel Zeit mit diesen Personen verbringst. Zwei weitere Beispiele, die jeder von uns kennt, aus der Bibel, stehen in Genesis Kapitel 12. Genesis Kapitel 12, schlagen wir dann mal gemeinsam auf. Genesis Kapitel 12. Genesis Kapitel 12, das Beispiel mit Abraham. Wir alle kennen das Beispiel. Ich lese es kurz vor. Genesis 12, Vers 12. Wenn dich nun die Ägypter sehen, Abraham spricht jetzt zu seiner Frau, so werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. Weißt du, der Abraham, unser Glaubensvater eigentlich, ein großes Vorbild für uns. Ja? Ich kann es noch nicht ganz einordnen, er musste das eigentlich nicht so tun. Er musste nicht heucheln. Er musste nicht so tun, als wäre es nur seine Schwester. Okay, was ja teilweise schon war, seine Halbschwester, nicht? Aber der Punkt ist, er hätte auch direkt sagen können, weißt du was, sie ist meine Frau und auf Gott vertrauen können, dass Gott sie beschützt, dass Gott sie rettet. Aber auch unser Glaubensvater Abraham hat hier und da eben seine Schwächen. Er hat Angst gehabt. Was sagt er? Er sagt in Vers 12, sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwegen gut geht. Ja? Er will, dass er nicht stirbt. Er hat Angst, dass er stirbt, dass er getötet wird, um Sarahs willen, weil sie eine schöne Frau war. Okay? Und das ist wieder aus Furcht passiert. Er hat da Angst vor der Konsequenz, er könnte vielleicht sterben und hat dann gehorcht, so getan, als wäre sie nur seine Schwester. Und das war natürlich ein falsches Bild, was entstanden ist. Und Gott hat aber trotzdem eingegriffen, hat ihn trotzdem bewahrt, dass nichts passiert ist und dass mit seiner Frau auch nichts passiert ist. Also auch da ist Gott auch gnädig, auch wenn du aus Furcht handelst. Aber es sollte nicht so sein eigentlich. Wir sollten eigentlich nicht heucheln müssen, damit wir uns selber retten. Okay? Wir sollten auf den Herrn vertrauen. Und das Lustige ist, in Genesis Kapitel 20 passiert genau dasselbe noch einmal. Okay, jetzt müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, ich lese einfach schnell vor. Er sagt hier, und da hat er Angst vor Abimelech, und er sagt, also er belügt ihn schon wieder nicht, er sagt, das ist nur seine Schwester, dann nimmt der Abimelech die Sarah, will sie eigentlich dann heiraten, und was passiert dann? Gott erscheint ihm und sagt ihm, er soll es nicht tun, er warnt ihn und so weiter und so fort. Und dann fragt Abimelech den Abraham, wieso hast du das getan? Abraham antwortet in Vers 10, also er fragt ihn einmal, in welcher Absicht hast du das getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort, darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Und wir reden hier von einem Abraham, dem Gott erschienen ist. Ja, das heißt auch schon, auch wenn du wirklich gut unterwegs bist im Glaubensleben, auch wenn du gesehen hast, wie Abraham, dass du einen Sohn bekommst, obwohl deine Frau unfruchtbar ist, weil das war zu diesem Zeitpunkt schon passiert. Auch wenn das der Fall ist, kann es sein, dass du auch einbrichst und heuchelst. Und weißt du was? Ich glaube, das ist geschrieben, damit es uns als Beispiel dient, damit wir auch lernen können, dass Menschen manchmal schwach sind, manchmal schwach werden können. Okay? Und Angst haben zu sterben, wenn sie nicht heucheln oder wenn sie nicht den Anschein verändern nach außen oder lügen, von mir aus. Aber spätestens da solltest du dir bewusst sein, hey, wenn du meinst, du hast noch nie geheuchelt. Schau, Abraham hat geheuchelt. Zweimal und du hast noch nie geheuchelt, das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal diese Sünde begangen. Okay? Das Problem aber, was ich jetzt eingehen möchte, ist das Heucheln in der Kirche. Heucheln in der Kirche, das betrifft uns nämlich direkt vor Ort. Das ist sehr gefährlich. Es kann nämlich passieren, dass Heuchelei sich einschleicht. Und nicht nur das, sondern ich gebe dir ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Ein Gemeindemitglied hat ein Problem mit dem Pastor. Ich bin jetzt nicht der Pastor, sondern gesagt, nur dass jeder weiß. Aber ein Gemeindemitglied, rein prinzipiell, hat ein Problem mit dem Pastor und statt dass er zum Pastor geht, geht er zu seinem Bruder im Glauben und sagt, du, weißt du was, ich finde das eigentlich nicht ganz in Ordnung und was denkst du darüber? Weißt du, wenn man allein diese Frage stellt, würde ich das jetzt noch nicht als Heuchelei bezeichnen, aber das kann sich weiter entfalten. Das kann noch schlimmer werden, indem er einfach dann versucht, den Pastor schlecht zu machen. Und das Blöde ist dabei dann, wenn der Pastor ihn begrüßt, mit ihm redet, ist alles in Ordnung, ist nicht, nie was passiert. Ich habe kein Problem mit dir. So, hast du ein Problem? Ich habe kein Problem. Aber hinterrucks beschwerst du dich die ganze Zeit über den Pastor. Das ist Heuchelei. Das ist schlimme Heuchelei. Warum? Weil es kann dazu führen, dass du dann lästerst. Es kann dazu führen, dass du dann hinterrucks
über den Pastor schlecht redest, über ihn dich spöttisch auslässt, und das ist Lästerei, und dann wirst du aus der Gemeinde ausgeschlossen. Da gibt es keine Kompromisse. Weißt du, wenn jemand zum Beispiel in die Kirche kommt und er ist ein Heuchler, offenkundig, aber er schadet jetzt niemandem damit, dann bleibt er in der Kirche, aber jeder ist ein Heuchler. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwie Kontakt mit ihm haben möchte, oder? Ich meine, ich würde nicht mit Menschen Kontakt haben wollen, die mich ständig belügen und ständig vorheucheln, okay? Der würde dann beschämt werden. Aber diese Heuchelei kann zur Lästerung führen. Und die Bibel sagt im 1. Korinther Kapitel 5, Vers 11, müsst ihr es nicht aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 11, jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Also diese Sünde der Lästerei, Lästern, Lästerung, wenn du über jemanden schlecht redest, hinterrucks, ja, das führt dazu, dass du aus der Gemeinde ausgeschlossen wirst. Das ist ein Dealbreaker, ja, wenn man es auf Englisch sagen möchte. Ja. Das geht nicht. Du musst damit aufhören. Okay? Das heißt, wenn du ein Problem hast, und ich verstehe schon natürlich, wenn du ein Problem mit dem Pastor hast und du hast einfach Angst, mit ihm zu reden, weil du Konsequenzen fürchtest, verstehe ich das zwar, aber du solltest dir trotzdem angewöhnen, das zu tun. Du solltest dir trotzdem angewöhnen, ihm deine Haltung dazu zu sagen. Ihm ganz klar zu sagen, du, ich habe ein Problem damit, ich verstehe das nicht ganz und so weiter und so weiter. Es mag schwer sein, aber weißt du, wer würde dir eher helfen? Ein neugeborener Christ in der Gemeinde, der erst dreimal dabei ist, zu dem du dann gehst und dann lästerst über den Pastor, oder der Pastor, der eigentlich qualifiziert ist, die Kirche anzuleiten und dir helfen kann, weil er ein Vorbild ist. Wer ist besser dafür geeignet, dass er deine Probleme löst? Natürlich der Pastor. Das heißt, du solltest dir bitte angewöhnen, nicht mehr mit anderen Brüdern in der Kirche schlecht dich über den Pastor zu äußern. Oder auch über andere Geschwister. Das ist auch nicht wirklich angenehm, oder? Wenn ich jetzt dazu zu einem Bruder gehe und sage, hey, schau dir den an, der ist so blöd, gell? Der kommt nie zum Singen, ist ein Trottel, nicht? Aber sollte man eigentlich nicht tun, oder? Das ist auch Lästern in gewisser Weise. Du lachst irgendeine Person, einen Bruder aus, nur weil er gerade vielleicht am Anfang ist, weil er sich noch nicht traut zu reden, und du kommst dir so gut vor, ja, weil du dreimal Singen gewinnen warst. Also das ist genauso Lästern, das ist nicht in Ordnung. Und merk dir das einfach. Hör auf damit. Hör auf zu lästern, hör auf zu heucheln. Und Heuchelei kann zu Lästerung führen. So, wann führt Heuchelei nicht zu Lästerung, ist jetzt die Frage, oder, die dann jeder sich stellt. Wenn jemand in die Kirche kommt, ja, und sagt, ja, ich habe jetzt 10 Seelen errettet. Kommen wir zum letzten Beispiel. Und dann kommt man drauf, der hat gar nicht 10 Seelen errettet. Okay, dann ist sein Ruf geschädigt. Das ist ein Lügner. Ja? Dem glaubt keiner mehr irgendwas. Das ist jetzt keine direkte Lästerung, wo du dich immer jemanden spöttisch äußerst, jemanden schlecht machst. Aber weißt du was, das wird nicht dein Bild besser machen in der Kirche. Du wirst da doch nicht authentisch wirken. Und wahrscheinlich wird keiner was mit dir zu tun haben, wenn du ständig heuchelst. Du sagst, du hast einen Ferrari gekauft und dann kommt er auch zu Hause, ein VW Golf, einen alten, zerstörten, ja? Wo die ganze Legierung schon weg ist. Das ist Heucheln. Aber es ist jetzt keine direkte Lästerung. Du machst niemanden schlecht dadurch. Okay? Und weißt du, wir sind trotzdem am Ende des Tages, auch wenn der Pastor ist, er ist auch unser Bruder und er kann uns helfen, oder? Ich meine, wir sollten vielleicht auch aus Liebe nicht so handeln, dass wir hinterrucks alles abklären. Das ist schlecht. Ja, das ist keine gute christliche Gesinnung. Ich verstehe, dass du vielleicht Angst hast vor Konsequenzen, ja, vor Problemen, die dann auf dich zukommen, aber das ist der einzig richtige und beste Weg, damit du deine Probleme löst. Hinterrucks ist niemals der richtige Weg. Glaub's mir. Du wirst nur Probleme verursachen. So, was Heuchelei nicht bedeutet. Und jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt, den ich schon fast zum Schluss angelangt. Da muss ich noch behandeln. Viele meinen dann, okay, ja, weißt du was, der Paulus war auch ein Heuchler, oder? Der Paulus hat gesagt, dem Juden bin ich ein Juden, heim ich ein Heide, nicht? Der ist auch ein Heuchler. Der hat so getan, dass er wie die Heiden ist und damit, nur damit er sie gewinnt. Und dann hat er ihnen die Wahrheit gesagt. Ja, er ist ein Heuchler. Habe ich, glaube ich, zweimal schon gehört, sowas. So eine komische. Das sind die Leute, die gegen Paulus sind. Die für Christus, aber gegen Paulus sind. Ist ziemlich witzig, diese Leute glauben eigentlich gar nicht an die Bibel. Sie spielen den Paulus, der von Jesus eigentlich ausgesandt ist, bestimmt ist zum Aposteldienst, spielen sie gegen den Herrn Jesus selber aus. Also, wie verkorkst musst du sein, um diese Aussage überhaupt zu tätigen? Hallo, der Paulus ist von Jesus ausgesandt.
Der Paulus redet ständig von Jesus. Wie kann er ein Feind von Jesus sein? Okay, er war ein Feind der Gemeinde, okay, bevor er gerettet wurde. Das stimmt, aber er ist ja umgekehrt. Er wurde gläubig, er wurde gerettet und ist dann zum Diener des Herrn geworden. Das heißt, das ist eine sehr komische Ansicht. Sollte es vielleicht auch loswerden, das Neue Testament ist von Gott eingegeben, das Alte Testament genauso und Paulus arbeitet nicht gegen Christus. Die Bibel sagt im 1. Korinther Kapitel 9, Vers 19, schlagen wir 1. Korinther Kapitel 9, Vers 19 auf, dass der Vers, den diese Leute hernehmen und meinen, Paulus war genauso ein Heuchler, dass ich kann auch heucheln. Ich kann auch so tun, als wäre ich dies und das, nur damit ich ihn erretten kann. Das ist ein falsches Verständnis. Du hast die Bibel falsch ausgelegt. Vielleicht solltest du schweigen und lernen. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 19, da sagt der Paulus, denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Denn Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin alles, allen geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und die Leute mussten dann erklären, der Paulus, der Apostel Paulus, ist so zu den Heiden gegangen und hat mit ihnen diese ganzen Götzendienste gehalten, damit ihm nachher dann sagt, hey, eigentlich wollte ich das, habe ich das nur gemacht, damit ich euch Jesus predigen kann. Das ist Abschaum, Blödsinn, bescheuert. Hey, der Paulus hat nicht Götzendienst betrieben, um Menschen das Evangelium zu predigen. Nein, er hat den Götzendienst aufgedeckt, um ihnen das Evangelium zu predigen, sozusagen, damit sie die Wahrheit erkennen, damit sie die Wahrheit hören. Ja, das kannst du nicht sagen, dass Paulus ein Götzendiener war und gleichzeitig ein Diener des Christus. Das funktioniert nicht zur selben Zeit. Das ist aber ein Widerspruch in sich. Aber was heißt dann dieser Vers? Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Was wir in der heutigen Zeit übertragen, kann man das vielleicht so deuten, dass man sagt, es ist ganz in Ordnung, wenn du Juden bekehren willst. Ja, ist es ganz in Ordnung, wenn du dir den Sabbat frei nimmst und zu ihnen nach Hause fährst vielleicht, wenn sie dich einladen zum Essen. Dann hast du vielleicht eine Gelegenheit, ihnen das Evangelium zu predigen. Du hältst dadurch auch ihren Sabbat. Ist doch nicht verboten, oder? Wenn wir einen Sabbat frei nehmen und dann dorthin gehen. Oder es ist genauso, wie wenn du nach Israel fliegst, ja, und dort dich einfach enthaltest, am Sabbat zu arbeiten. Oder vielleicht kein Schweinefleisch isst. Wenn dich ein Jude vielleicht einladet, du lässt einen Juden nach Hause ein, kannst du vielleicht koscher kochen. Ich meine, wir wissen, das bedeutet nichts, es ist vollkommen wurscht, ob das koscher ist oder nicht. Aber für ihn ist es bedeutungsvoll. Okay, weißt du was, dann kaufe ich halt koscher ein. Kostet mich eh nur 20 Euro mehr, aber egal, das nehme ich auf mich, damit ich die Juden gewinne, damit ich die unter dem Gesetz sind, gewinne und nicht ein Anstoß bin für die. Die würden gleich in mein Haus hineinkommen, wenn es nicht koscher ist. Okay, sie kommen sonst nicht in mein Haus hinein, weil der Talmud das verbietet, sondern immer gesagt. Aber sie würden sonst nicht hineinkommen. Aber so Juden, die nicht so treu sind dem Talmud, ja, das sind eh die meisten, die würden vielleicht zu dir nach Hause kommen, wenn du koscher kochst. Die würden zu dir nach Hause kommen, wenn du einen Sabbat für sie freinimmst. Okay? Damit du sie für den Herrn gewinnst. Damit du diesen Kanal öffnest, mit ihnen zu reden. Wir wissen, wie gesagt, es bedeutet nichts für uns, aber es ist auch nicht verboten, einen Sabbat zu halten oder Koscherfleisch zu essen. Hier geht es jetzt nicht um moralische Gebote, die man dann bricht, damit man ihnen über Jesus erzählt. Bitte, das ist ausgenommen. Er sagt ja selber später, dass er doch unter dem Gesetz des Christus steht. Also Paulus ist nicht ohne Gesetz, während er das macht. Okay? Was heißt dann, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz? Dasselbe kannst du auch für die Heiden verwenden. Es ist in Ordnung, wenn du mit Heiden zusammensitzt und es ist verpönt, eine gewisse Sache zu tun, dass du sie nicht tust. Ich gebe dir ein Beispiel, damit es praktisch wird. Wenn du zum Chinesen essen gehst, okay, dann gibt es gewisse Regeln zu beachten. Beim Essen sollte man nie den Teller leer essen. Okay? Warum nicht? Weil die Chinesen glauben dann, okay, das ist, ich muss jetzt mehr kochen, der ist zu hungrig. Das wird schlecht aufgenommen, wenn du dann Reis isst und alles ist ausgeschleckt. Es ist nichts mehr drinnen, dann ist es sehr unhöflich. Okay. Also wenn du jemanden evangelisieren möchtest und du gehst zu ihm nach Hause, er kommt zu dir nach Hause oder du siehst ihn auf der Straße, er hat dich auf ein Essen ein, weißt du was, dann solltest du den Teller nicht leer essen, okay? Damit du ihn nicht verscheuchst dadurch. Du willst ja mit ihm reden, oder? Dann sollte man sich an seine Sitten auch halten.
Es ist nicht verboten, dass man ein paar Reisstücke drinnen lässt oder vielleicht ein bisschen mehr Reis. Schade ums Essen natürlich, ich würde es auch gerne aufessen. Aber weißt du was? Um des Evangeliums willen bin ich den Heiden ein Heide. Ist kein Problem. Oder du solltest deine Nase in China niemals öffentlich putzen. Das ist eine schlechte Idee, weil die Nase was Unreines ist. Du solltest nicht mehr aufs WC gehen oder dich absondern irgendwo und dann deine Nase putzen. Okay? Das wäre angebracht in China. Wir wollen jetzt nicht beim Sehen gewinnen auf einmal Nasen putzen und dann schlagen sich die Tür zu und dann fliegen wir auf einmal nach hinten, weil die Tür auf unser Schädel knallt. Ja? Dann hast du niemanden dadurch gerettet. Ja? Es wird auch mit vollem Mund geredet. Also in China, wenn du isst, ja, das ganze Essen ist drinnen, du redest, es kommt alles wieder raus, nicht auf den Tisch. Wenn du irgendwelche Reste im Mund hast, Knochen oder Gräten, spuckst du sie einfach am Tisch aus. Ja. Das ist normal dort. Solltest du dir auch angewöhnen, wenn du nach China missionieren gehen willst. Ich möchte es noch nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn jetzt Chinesen in Österreich sind oder in Deutschland, ja, wenn wir bei Deutschland bleiben, dann solltest du dir das auch angewöhnen, diese Sitten zu behalten. Oder ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben und das ist jetzt nicht so populär, aber ich bin ein Verfechter des heiligen Kusses. Okay, weil ich bin damit aufgewachsen, meine Familien, meine Tanten, meine Brüder, meine Schwester, beim Begrüßen küsst man sich. Einmal links Bussi, einmal rechts Bussi. Und ich sehe schon ein, dass das nicht die Regel ist in Deutschland oder in Österreich. Ich mache es auch nicht mit irgendwem, okay, aber mit Familienmitgliedern und so weiter mache ich das ganz gerne, eigentlich, weil es einfach dazugehört. Okay. Das heißt, wenn du in den Irak fliegen willst, ins Ur der Chaldea, nicht? Oder wenn du nach Jordanien fliegen willst oder in ein arabisches Land, dann ist es dort gang und gäbe, dass man sich unter Bekannten ein Bussi gibt. Das ist normal dort. Wenn du es nicht machst, dann ist es eher unhöflich. Okay. Wie gesagt, für mich ist es nicht unhöflich, wenn mir jemand kein Bussi gibt, aber es gibt solche Kulturen. Das gibt es. Und das ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich lieber dem Heiden ein Heide, gib ihm ein Bussi auf die Wange, wenn er so will. Okay, wenn es eine Frau ist, dann kannst du natürlich ablehnen, du kannst einfach die Hand geben oder einfach Hallo sagen. Das ist in Ordnung, aber unter Brüdern tut man das eigentlich. Unter Schwestern eigentlich auch. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt eine Sitte, die man bedenken sollte. Und ich lasse mir diesen heiligen Kuss auch nicht nehmen. Okay? Der gehört mir, der bleibt für immer. Aber wie gesagt, ich dränge niemanden dazu, das zu tun. Okay, aber nur, damit man ein bisschen versteht, was das bedeutet. Wenn Paulus hier sagt, den Heiden bin ich ein Heide, heißt das nicht, dass er jetzt auf einmal seine irgendwelche Kinder opfert, damit er ihnen von Jesus erzählt. Das ist ein falsches Verständnis. Das heißt nicht, dass er irgendwie die Gebote Gottes dadurch bricht, nur damit er von Jesus erzählt. Dann wäre er ein Heuchler und sagen, hey, glaubt an Jesus, aber ich selber tue genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Dann ist er genauso ein Heuchler. Okay, dann wäre er wirklich ein Heuchler. Hat er aber nicht gemacht. Es ist in Ordnung, kein Schweinefleisch zu essen. Es ist in Ordnung, gewisse Dinge nicht zu essen oder zu trinken oder gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun, damit man Christus verkündigt. Er ist aber nicht ohne Gesetz, sagt er, aus dem Gesetz von Christus. Okay, also er tut jetzt nicht alle Heiden, götzendienerischen Dinge, die Heiden tun, nur damit er Christus verkündigt. Es macht ihn nicht zum Heuchler. Im Gegenteil, wenn jemand so diszipliniert ist, wenn jemand sich so unter Kontrolle hält, dass er sich anpassen kann an die Gesellschaft, solange es nicht Sünde ist, bitte beachte, solange es nicht Sünde ist, dann ist es eigentlich ein großer Vorteil. Weil du kannst damit sehr viele Menschen erreichen. Stell dir vor, du fliegst nach Japan, okay, und der japanische Herr grüßt dich. Und tut, ich weiß nicht, sie verbeugen sich so, glaube ich, nicht? Und dann solltest du vielleicht beachten, dass du dich genauso tief beugst wie er, weil sonst ist es unhöflich. Ich hoffe, ich habe das nicht verwechselt. Ich hoffe, das war Japan. Du verbeugst dich vor dem Japaner, nicht? So tief, wie er sich verbeugt. Und wenn du das nicht machst, brauchst du ihm gar nichts von Jesus zu erzählen. Vergiss es. Du hast ihn nicht respektiert. Du warst nicht höflich. Du warst nicht wirklich in der Gesellschaft integriert. Ja? Das bedeutet es hier. Was heißt aber dann, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden? Schau, Paulus, ein Heuchler, nicht? Der ist den Schwachen wie ein Schwacher geworden. Der Schwache ist in der Bibel, im Neuen Testament, jemand, der Probleme hat mit gewissen Speisen. Wir lesen zum Beispiel Römer Kapitel 14, Vers 1, müsst ihr es nicht aufschlagen, ich lese es schnell vor. Römer Kapitel 14, Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Weißt du, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du deine Essensgewohnheiten für eine kurze Zeit änderst, um dem Bruder keinen Anstoß zu machen. Vielleicht denkt ihr, wenn du eine Schlange isst, ich würde auch keine Schlangen essen, ja,
Wenn du jetzt da diese Schlange isst, okay, denkt er sich dann, oh mein Gott, das ist unglaublich, das ist urschlimm, das ist alles mit Bakterien voll und was weiß ich was. Vielleicht ist das, hat er einen Anstoß dann daran, ja, und denkt sich, das ist unrein, das ist schlecht. Wir sollten einem Bruder keinen Anstoß bringen wegen Essen und Trinken, wenn du mich verstehst, was ich meine. Das ist der Schwache. Der Schwache macht sich Sorgen, was er essen darf, was er essen sollte, was er nicht essen sollte. Und wir alle haben diese Einstellung. Ich meine, ich würde kein Insekt essen. Ich würde keine Spinne essen. Würdest du eine Spinne essen? Würdest du eine Schnecke essen? Ich meine, Gott bewahre. Aber wie gesagt, sollte ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Es gibt Menschen, die Schnecken essen. Das gibt es wirklich. Und wir sollten diese Menschen nicht verurteilen. Okay? Auch wenn ich jetzt ein bisschen schlecht darüber geäußert habe, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du Schnecken isst, ja, und in deiner Heimat das so gemacht wird, ist es vollkommen in Ordnung. Ich habe kein Problem damit, aber ich würde es nicht essen bei mir zu Hause. Okay? Also wenn du jemanden einladest, wenn du mit jemandem Zeit verbringst, dann solltest du vielleicht fähig sein, deine Gewohnheiten kurzfristig zu ändern, damit du ihm kein Anstoß bist. Wenn jemand sagt, ich will kein Schweinefleisch essen, weißt du was, wir müssen kein Schweinefleisch kochen, wir können auch Hühnerfleisch kochen. Isst du Hühnerfleisch? Passt, kein Problem. In der Gemeinde, in der ich war, war es immer so. Ich habe immer gefragt, hey, esst ihr das, esst ihr dies und so weiter und so fort. Ja, passt, okay, passt, dann kochen wir einfach das, wenn du kommst. Kein Problem. Damit wir einfach keinen Anstoß sind. Okay? Ist immer gut gegangen. Schadet nie zu fragen. Also Paulus als Heuchler darzustellen, ist Dummheit. Das ist nicht die Wahrheit. Paulus hat hier nicht gesagt, dass er ein Heuchler sein sollte oder könnte, damit er Christen macht, damit er Menschen rettet, sondern er sagt, weißt du was, ich will mich einfach anpassen, je nachdem, wo ich gerade lebe. Er war in der ganzen Welt. Man hat viele Kulturen gesehen und hat sich dadurch eben auch sehr gut disziplinieren können, sowohl was die Sprachen betrifft, sowohl was seine Essensangewohnheiten betrifft, wenn er das schreibt, sonst wäre er wirklich ein Heuchler. Aber er ist ja kein Heuchler. Er sagt, hey, wenn du Menschen gewinnen willst, dann solltest du fähig sein, dich zu disziplinieren und gewisse Dinge zu also nicht zu tun zu gewissen Zeiten. Okay? Weißt du, Heuchler, haben Sie schon gesagt, lügen sehr oft und lästern oft. Ich kann es nicht oft genug sagen, dass Heuchler mehrere Sünden auf einmal begehen. Du kannst nicht nur heucheln. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du heuchelst, dass du jetzt den Ferrari gekauft hast, dann prahlst du auch gleichzeitig damit. Du wirst Ehre damit bekommen. Du wirst sozusagen, du liebst dich selbst, du machst dich zu was Größerem, als was du bist. Es sind mehrere Sünden auf einmal. Und du lügst auch gleichzeitig. Ja? Und es kann auch dazu führen, dass du lästerst, haben wir gesagt. Und Heuchler haben ein sehr schweres Leben. Ich empfehle dir nicht, ein Heuchler zu werden. Und warum sage ich das? Heuchler haben das Problem, sie kommen nach Hause und denken über den Alltag nach. Sie wissen, dass sie selber Heuchler sind. Sie wollen dieses gute Image behalten, das sie verbreiten, was sie selber nicht sind. Und haben diesen extremen Druck in ihrem Herzen. Wenn sie das nächste Mal dorthin gehen oder einen Freund treffen, müssen sie dieses falsche Bild aufrechterhalten. Das ist ziemlich anstrengend. Muss sie ständig selber auch disziplinieren, um zu lügen und dieses Heucheln, dieses, ja, ich bin eigentlich so, ich bin eigentlich so. Und das Problem dabei ist, wenn das auffliegt, dann hast du deinen Ruf geschädigt. Die Bibel sagt in Sprüche 22,1, schlag mal Sprüche 22,1 auf. Sprüche Kapitel 22,1. Sprüche Kapitel 22, Vers 1. Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Weißt du, es ist besser, einen guten Namen zu haben, als reich zu sein. Es ist besser, dass Menschen sehen, okay, der Typ, der ist anständig, der ist ordentlich, der macht seine Arbeit, er ordnet sich unter in seiner Arbeit, in seiner Gemeinde, er ist freundlich und so weiter und so fort. Das ist ein guter Namen, das ist ein guter Ruf. Ist viel besser als Reichtum und Gold. Aber jemand, der ständig heuchelt, weißt du, was mit dem passiert? Der geht zugrunde, weil er einen schlechten Ruf hat. Jeder wird denken, ja, der lügt ständig, dem kann man nicht vertrauen, wenn der was sagt, dann passiert es eh nicht. Das wissen wir eh schon. Es gibt so Personen in meinem Leben, wo ich mir selber denke, oh mein, bitte sag es nicht, bitte sag es nicht. Und dann sagt er es. Okay, aber in Wirklichkeit denke ich mir, er wird es eh nicht machen. Okay. Der arme Hund, er sieht selber nicht sein Problem. Ich meine, er sagt ständig Dinge zu und du machst es doch eh nicht. Denk mal, bitte steh nicht auf, nein, tu es nicht. Und dann steht er auf einmal auf und sagt, oh, muss nicht selbst beherrschen. Ja? Vielleicht sollte man solchen Leuten einfach dann im Nachhinein sagen, du pass auf,
das ist nicht gut, was du tust. Ja? Das ist nicht in Ordnung. Du bist ein Heuchler.